Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten draußen. Willkommen wieder bei Movie Check und zu der Review zu Faces of Death, Gesichter des Todes. Dessen Review ich tatsächlich jetzt nur hier mache, weil der Film letzte Woche mit einem Paukenschlag meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ich kenne diesen Film jetzt schon seit einigen Jahren und bis dato wusste ich, okay, der ist auf dem Index und da ist er auch gut aufgehoben. Jetzt ist er vom Index runtergenommen worden und nunmehr kann dieser Film, der von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendschutz als offensichtlich nicht mehr so bedenklich eingestuft wurde und weswegen er nun auch nicht mehr in der Uncut-Version auf dem Index liegt, quasi erworben und angesehen werden. Und natürlich, Kunstfreiheit ist ein extrem hohes Gut, nur dementsprechend nehme ich mir natürlich jetzt auch das Recht raus, diesen Film hinsichtlich seiner Kunst zu hinterfragen und auseinanderzunehmen, schlichtweg um meiner Ansicht nach aufzuzeigen, dass eine Sichtung dieses Films nicht lohnt. Wer natürlich jetzt totaler Fan von Mondo-Filmen ist, von Schockumentaries oder hardcore krassen Gore-Filmen, Torture-Porn und Splatter, dem sage ich natürlich, okay, guckt euch den Film an, das ist euer Ding, das ist euer Genre, aber ich sehe einfach jetzt die Gefahr, dass dadurch, dass diese große Schlagzeile durchs Internet geht, Faces of Death ist vom Index, dass viele, die überhaupt nicht wissen, worauf sie sich einlassen, diesen Film schauen und dann entweder enttäuscht sind oder vielleicht sogar schockiert und traumatisiert sind, weil dieser Film ist tatsächlich nicht für seichte Gemüter gedacht. Und dementsprechend herzlich willkommen hier zur Review zu Faces of Death. Wir sehen uns nach dem Intro zur Review. Faces of Death ist der erste von, ich glaube, 7 Teilen einer ganzen Reihe von Shockumentaries, die versuchen, aus einem Mix von authentischem und extra für den jeweiligen Teil gedrehtem Material eine Shockumentary zu formen, die dann auf ihre Art und Weise unterhalten soll. Und damit ist Faces of Death quasi die Definition, quasi der Inbegriff des Mondo-Genres, wo es genau darum geht, authentisches Material, am besten noch dokumentarischer Natur, aufzubereiten bzw. zu verknüpfen mit extra dafür noch zusätzlich gedrehtem Material und das dann quasi als, authentische Dokumentation zu verkaufen, zu vermarkten. Und dementsprechend spricht man dann auch insofern dann von Faces of Death als eine Shockumentary. Was natürlich irgendwie suggeriert, dass der Film einen, ich nenne es jetzt mal böse, intellektuellen Mehrwert hat. Eine Dokumentation soll ja etwas aufzeigen, etwas dokumentieren, aber auch demjenigen, der sich diese Dokumentation anschaut, etwas verklickern. Und ich muss gestehen, ich check diese Shockumentary nicht. Ich checke Faces of Death nicht. Ich bin einfach wahrscheinlich zu blöd für diesen Film, aber an einer Aneinanderreihung von Morden, von Tierquälerei, von Vergewaltigung und Leichendarstellung weiß ich nicht, was ich da rausziehen soll. Wenn der Film mir damit sagen will, das Leben ist vergänglich, herzlichen Glückwunsch, dafür hätte ich nicht 7 Teile einer hardcore-krassen Exploitation Reihe gebraucht. Echt nicht. Weiß ich nicht. Dementsprechend, die Aussage, die der Film hat, wird alles andere als klar. Weil in diesem Film auch kaum gesprochen wird. Der Einzige, der spricht, ist ein vermeintlicher Pathologe, der als Erzähler fungiert und hier und da irgendwie mal aufpoppt und teilweise auch im Off irgendwas erzählt. Und irgendwas ist tatsächlich nicht mal böswillig gemeint, weil das, was er erzählt, meiner Ansicht nach auch keinen Mehrwert bietet, um mir zu erklären, warum ich mir jetzt angucke, warum beispielsweise auf den Schädel eines kleinen Affen eingeschlagen wird und Leute, die um einen Tisch herumsetzen, dann sein Gehirn fressen. Ich check das nicht, es tut mir leid. Wenn das Kunst sein soll, check ich sie nicht. Aber ich bin jetzt auch keiner, der direkt sagt, boah, das ist ja böse. Das Einzige, was ich an diesem Film tatsächlich dann aber doch so schlimm finde, dass ich sage, Faces of Death ist alles andere als ein Film für mich und
meiner Ansicht nach auch kein Film für den Großteil von euch da draußen, ist die Tatsache, dass wir eben hier authentisches Material gepaart haben mit extra gedrehtem Material. Und authentisches Material, da werden sich jetzt einige fragen, ja, was ist denn das? Wenn in den USA irgendein Nachrichtensender einen Helikopter in der Luft hat und gerade dabei ist, eine Verfolgungsjagd zwischen einem, weiß ich nicht, Räuber und der Polizei zu verfolgen, dann kommt es da nicht selten zu einem Schusswechsel und am Ende ist irgendeiner tot. Und wenn die Kamera des Nachrichtensenders drauffällt, dann ist das irgendwann im Internet und dieses authentische Material kriegst du da nicht mehr raus. Du kannst dir also immer wieder reinziehen, wie die Polizei oder irgendjemand anderes irgendjemanden erschießt. Herzlichen Glückwunsch! Und das gab es auch damals schon. Also in den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern. Und aus so einem Pool von analog vorliegendem authentischem Material bedient sich mitunter eben auch Faces of Death. Und das ist mitunter auch der Grund, warum es, glaube ich, inzwischen keine Faces of Death-Filme mehr gibt. Denn das Internet hat diese Aufgabe dankend übernommen und mitunter findet sich so ein Schrott auch auf YouTube. Weniger inzwischen dank der Jugendfreigabe, aber man kann es noch finden. Schrecklich genug. Und jetzt springen wir wieder zum Film Faces of Death. Obwohl das eigentlich eine Diskussion ist, die ich hier gerade versuche anzustoßen, die über diesen Film hinausgeht. Weil ich ärgere mich gerade jedes Mal, wenn ich Film sage, weil für mich ist das kein Film. Für mich ist das, jetzt würde ich wahrscheinlich einige total auf die Barrikaden bringen, aber ich sage einfach mal Schmutz. Das ist nämlich nichts, was es wert ist, gesehen zu werden, weil er eben keinen Mehrwert bietet. Worin liegt der Mehrwert, über ein Feld zu streifen mit der Kamera, wo tote Lämmer liegen? Worin liegt der Mehrwert, mir anzuschauen, wie Robbenkloppen aussieht? Ich meine, Leute, ich weiß, dass es sowas gibt. Ich weiß auch, dass sich Leute genau dagegen engagieren. Also, warum muss ich mir das reinziehen? Warum sollte ich mir das reinziehen? Und vor allem, die Frage ist berechtigt, falls ihr gerade noch zuschaut, warum habe ich mir das reingezogen? Ist eine gute Frage. Und ich weiß es nicht. War es Langeweile? Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Warum guckt man sich Faces of Death an? Ich bin schockiert. Ich weiß es nicht. Ich muss aber auch gestehen, irgendwann macht man diesen Film aus. Also so ging es mir jedenfalls. Ich habe nicht lange durchgehalten, würden jetzt einige sagen und mir unterstellen, ich wäre zu schwach für diesen Film. Was totaler Schwachsinn wäre wiederum, diese Behauptung. Aber man muss sich natürlich auch irgendwann die Frage stellen. Das ist jetzt irgendwie nichts, was ich mir auf Dauer angucken möchte, weil es mich einfach nicht unterhält. Worin liegt die Unterhaltung? Worin liegt die Unterhaltung? Worin liegt die Unterhaltung? Da macht man irgendwann aus. Man möchte einen Film ja sehen, damit man unterhalten wird. Aber dieser Film liefert keine Unterhaltung. Natürlich, für ganz krasse Exoten da draußen wird dieser Film ein feuchter Traum sein, für einige andere auf jeden Fall trotzdem irgendwie Kunst. Für mich tatsächlich aber nicht. Und ja, es gibt Filme, anderes Genre, aber gleiche Intensität, wie Cannibal Holocaust, die 120 Tage von Sodom, beziehungsweise des Sodom, A Serbian Film und Co. KG. A Serbian Film habe ich zum Beispiel auch nie gesehen. Den würde ich mir auch nie reinziehen, weil es da eine Szene gibt, die ist für mich zu hart. Das ist für mich, also das geht gar nicht. Ja. Und diese Filme habe ich zum Teil gesehen. Also jetzt nicht A Serbian Film, aber Cannibal Holocaust habe ich gesehen. Da war ich aber auch noch sehr, sehr jung. Und die habe ich anders wahrgenommen als Faces of Death. Bei Cannibal Holocaust kann man ja noch denken, ja, da ist eine Story hinter. Bei Faces of Death springt man ja von Sequenz zu Sequenz und guckt sich einfach nur Leid an. Ohne Story, ohne gar nichts, ohne Zusammenhalt. Und das ist einfach schwach. Und dementsprechend, wenn ihr mich fragen würdet, hey Benne, lohnt sich Faces of Death? Dann wäre meine einzige, weil auch ehrliche Antwort nur ein ganz klares Nein. Und damit bin ich in einer Zwickmühle. Denn ich habe euch gerade aktiv von diesem Film abgeraten und ich bin ja offensichtlich auch subjektiv gefärbt hinsichtlich meiner eigenen Wahrnehmung, die jetzt gerade hier mit in die Review geflossen ist und dementsprechend kann ich eigentlich sogar gar keine objektive Wertung abgeben.
Ich finde diesen Film aufgrund der Tatsache, dass er sich authentischen Materials bedient, insgesamt einfach auch in gewisser Weise zumindest geschmacklos. Und ich glaube, das ist Wertung genug für den Film Faces of Death von meiner Seite. Ich lade euch jetzt wirklich ein, in den Comments ehrlich und auch vehement zu diskutieren. Vor allem diejenigen, die jetzt sich dieses Video reingezogen haben und schon böse in die Tasten am Kloppen sind, was für ein Schwachmat oder Idiot oder Penner ich bin, weil ihr diesen Film abfeiert und weil ihr Fans des Genres seid. Ich sage ja nicht, dass das Genre Kacke ist, aber ich sage, dass es eine Abstufung geben sollte und auch ja, das moralische Gewissen des Filmes. Und das weiß ich nicht, wo das hier sein soll. Da könnte man, Spoiler werde ich jetzt hier nicht betreiben, aber da könnten jetzt einige sagen, ja, das Ende ist doch der Kreisschluss, auf Tod folgt Leben. Finde ich fadenscheinig, weil irgendwie 99% der Laufzeit geht es nur um den Tod und dann geht es um 0,01% um Leben und dann kommt nochmal der Rest Abspann. Da stimmt die Relation einfach nicht. Und wie gesagt, ich möchte jetzt euch jetzt auch nicht aufhalten. Wir gehen jetzt zur Endcard rüber und dann in den Kommentaren lesen und schreiben wir uns. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu Faces of Death, beziehungsweise im Deutschen Gesichter des Todes. Und damit sage ich tschö mit Ö und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.